ist Jochen von S21 BauTV mit einem neuen Video aus Stuttgart. Ich begrüße euch hier in der Jägerstraße. Ich habe heute dem Hubert Film frei verordnet. Fiel ihm, glaube ich, schwer, ne? Einen Tag nicht zu filmen. Und dafür greife ich heute mal wieder an. Habe allerdings meine letzten beiden Videos noch nicht ganz geschnitten. Ja, aber ich darf Resturlaub abbauen. Und was gibt's denn da Entspannteres als Baustelle gucken gehen? Ja, vor uns sehen wir den BA1. Das ist jetzt heute nicht so gut einsehbar. Übergang von bergmännischer in offene Bauweise. Wisst ihr, Tunnel in offener Bauweise ist was ganz Einfaches. Da braucht es genau drei Arbeitsschritte. Da muss man erstens ein Loch buddeln, zweitens Tunnel betonieren und drittens Loch zubuddeln. It's so easy, Leute. Ja? Und das genau macht man hier. Schritt Tunnel zu betonieren. Und ja, Blick in den BA1 ist immer ein bisschen schwierig. Und das ist heute leider nicht anders. So, jetzt habe ich doch noch ein Eckchen gefunden, wo wir hier in den BA1 spickeln können. So spektakulär ist es gar nicht, ne? Da drüben wird schon die Tunneldecke vorbereitet und ja, mehr gibt es hier, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Der Bauabschnitt 2 und hier gilt, Sie sehen, dass Sie nicht sehen. Der BA2 ist schon lange fertiggestellt und ist jetzt auch nur ein Lagerplatz. Den BA3. Ja, und auch hier gibt es neuerdings gar nicht mehr viel zu sehen. Der Tunnel ist hier fertig, die Baugrube ist verfüllt und als nächstes wird hier die Heilbronner Straße wieder in ihre Ausgangslage zurückverschwenkt. Die ist ja jetzt hier weg der Baustelle, macht ja hier so ein bisschen so einen Bogen Richtung Hauptbahnhof und darf dann hier bald wieder zurück in ihre Ausgangsposition. Und auch hier die Straße runter gibt es nicht. Ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sehen. Hier werden noch Randsteine gesetzt, Seitenlichtbegrenzung und dann werden wir wohl nicht mehr lange warten müssen, bis hier asphaltiert werden kann. So, jetzt nochmal aus der Perspektive.
Unterbauabschnitt Nummer 9 jetzt. Das nördlichste Ende der Bahnhofshalle. Hier öffnet sich der Zulauftunnel Nordkopf in die Bahnhofshalle. Durch diese Löcher hier werden später mal die Züge in die Bahnhofshalle fahren. Das Ding nennt sich Brillenwand. Ne? Allerdings komische Brille mit so viel Gläsern. Also an meiner Brille reichen 2 Gläser, aber egal. Ja, aus der Perspektive gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sehen. Da drüben wird an der Bodenplatte noch gearbeitet, armiert. Hier vorne ist sie schon fertig. Und das müssen wir uns aber, glaube ich, da drüben vom Personensteg anschauen. Da sehen wir dann auch schon bis dahin das Baufeld Nummer 10. Das ist quasi nur diese schmale Rampe hier. Dann das Baufeld Nummer 11 da hinten. Das wird richtig spannend. Da haben wir eine große Besonderheit. Und wie gesagt, richtig spannend und es hat nichts mit Strom zu tun. Haha. Also lasst uns mal losgehen zum BA11 und mal die Spannung abbauen. Auf geht's. Erreichen wir den Bauabschnitt 11. Und ich hatte euch ja versprochen, hier gibt es was Besonderes, hier wird es spannend und es hat nichts mit Strom zu tun. Nein, mit diesen komischen Schläuchen, zwar aussehen die Stromleitungen, aber die sind was ganz anderes. Aber der Reihe nach. Wir haben hier im Baufeld 11 eine kleine Herausforderung namens S-Bahn. Hier vor unseren Augen, unter unseren Füßen, fährt die S-Bahn. Wenn wir jetzt Röntgenaugen hätten, könnten wir hier durch die Decke des S-Bahn-Tunnels blicken und würden jetzt hier eine S-Bahn fahren sehen. So, jetzt war allerdings von Anfang an klar, als der Bahnhof geplant wurde, der Bahnhof darf nicht unter der S-Bahn durch. Der darf nicht zu tief werden. Das hat was mit dem Mineralwasser zu tun, das wir hier in Stuttgart haben. Ja? Das Mineralwasser, das fließt in großer Tiefe und das steht unter Druck. Und das kommt von außerhalb des Stuttgarter Talkisses, strömt quasi die Hänge runter, hat dann ordentlichen Druck. Und würde normalerweise jetzt hier überall hoch sprudeln. Ja, hätten hier überall Mineralwasserquellen. Das haben wir aber nicht. Wir haben nur eine Handvoll Mineralquellen in Bad Cannstatt. Und das liegt an einer besonderen Gesteinsschicht, die über dem Mineralwasser liegt und die es quasi da unten festhält. Ich nenne es mal ja, Gefängniswärter. Ja. Diese Schicht hindert das Mineralwasser am Ausbrechen und um das Mineralwasser eben nicht zu gefährden und auch die Ströme nach Bad Cannstatt etc. hat man recht früh war recht früh klar, dass diese Gesteinsschicht nicht im größeren Umfang geschwächt werden darf. So. Und wenn man jetzt aber hier unter dem S-Bahn-Tunnel durchgegraben hätte, dann hätte man stockvoll in diese Schicht hineingegraben. Und das war zu riskant und deswegen war klar, der Bahnhof muss über der S-Bahn durch. So,
Und jetzt ist es aber dummerweise so, dass der S-Bahn-Tunnel gar nicht in der Lage ist, das Gewicht des Tiefbahnhofs zu tragen. Ja klar, da ist der statisch nie dafür ausgelegt worden. Und nun, da war guter Rat teuer. Wenn wir jetzt dann trotzdem den Bahnhof drauflegen, sinkt der S-Bahn-Tunnel ab und wir haben statt der S-Bahn eine Achterbahn. Ich meine, das wäre Deutschlands erster Bahnhof mit Achterbahn integriert. Das wäre ja vielleicht auch ganz cool. Aber wie sollen dann die Leute vom Hauptbahnhof zum Beispiel nach Bad Cannstatt kommen ohne S-Bahn? Nee, und deswegen musste man sich da ein bisschen was einfallen lassen. Und jetzt wird spannend. Die Lösung heißt nämlich Spannbeton. Ein Verfahren aus dem Brückenbau. Und man hat sich hier quasi dazu entschlossen, oder die Lösung ist, dass man hier quasi eine Brücke im Untergrund baut. Und beim Brückenbau verwendet man eben diesen sogenannten Spannbeton. Der ist besonders tragfähig was ich sagen will, die Stärke eines Spannbetonbauteils kann relativ gering sein, also die Dicke nenne ich das jetzt mal, im Verhältnis zu ihrer Tragkraft, weil da wird im Gegensatz bei normalen Stahlbeton wird die Armierung einfach nur eingelegt, verflochten und vergossen, aber hier kommen noch zusätzlich sogenannte Spannkabel hinein, Spannseile. Massive Seile, Stahlseile, die an den Enden befestigt werden. Am einen Ende fix und am anderen Ende, das ist dann das Geheimnis, denn das wird das Bauteil betoniert und dann werden die Seile unter Zug gesetzt. Ja, das wird dann gespannt und somit schwebt dann nachher diese sogenannnte Bahnsteigbrücke minimal über dem S-Bahn-Tunnel und vor allem wird die Last dann, das Gewicht des Tiefbahnhofs seitlich in die Fundamente links und rechts des S-Bahn-Tunnels abgetragen, aber eben nicht auf den S-Bahn-Tunnel. Ja, und eine dieser Brücken hat man schon betoniert. An den anderen arbeitet man. Ja, hier wird jetzt offensichtlich auch der Übergang armiert. Also von den Bahnsteigbrücken zum restlichen Bahnhof, zum BA12 sozusagen. Brücke, die ist wahrscheinlich schon nahezu betonierbereit. Da sind auch schon die Hölzer eingelegt. Und da drüben ist man noch nicht ganz so weit. Da wird noch kräftig armiert. So, ein abschließender Blick in den BA11.
nochmals zur Seite. Und dann können wir von hier aus auch nochmal in den BA9 blicken. Da wird fleißig jetzt an der Bodenplatte armiert. Da war ja eine ganze Zeit lang Stillstand. Aber jetzt geht es hier rasant voran. Und vielleicht kriegen wir das dieses Jahr zumindest die Bodenplatte noch betoniert. Und das, was da immer so rausguckt aus der Bodenplatte, das sind die Bahnsteige. Ja, was mir da hinten gar nicht so aufgefallen ist, hier wird jetzt auch hinter den eigentlichen Bahnsteigbrücken noch der Übergang armiert. Hier im Bauabschnitt 12 wird der sogenannte Restkelch ausgeschalt. Wir haben verschiedene Kelchstützentypen. Es gibt die Kreisrunde mit Lichtauge, der sogenannte Vollkelch. Dann gibt es dasselbe Modell, was aber an einer Seite in die Außenwand übergeht. Und dann gibt es eben noch hier die Restkelche. Die haben keinen Fuß und kein Lichtauge. Ich nenne die Dinger immer Fake-Kelchstütze. Ja? Und die sind eigentlich nur dazu da, um hier, ja, also hier den Abschluss zur Außenwand zu bilden. Das ist hier eben auch diese Krümmung abzubilden sozusagen. Ja, und da wird hier gerade die Schalung entfernt und dann werden solche Stützen eingesetzt, weil natürlich hier der Zwischenraum muss auch noch irgendwann verschlossen werden und erst wenn der verschlossen ist, erst dann können die Stützen raus. Ja, jetzt hat der hier hat es noch eine Besonderheit. Und zwar drüben im Schlossgarten ist ja dann hier der Übergang in die Außenmauer, quasi also eine dicke Außenwand, rechtwinklig. Ja. Und hier wird die Dicke noch ein ganzes Stück weitergeführt und wird noch dieser Spalt hier zum alten Bonatzbau überbrückt. Und da sind auch schon Wände betoniert. Und wenn ihr mal genau guckt, dann hat die Wand hier so eine Lücke. Und da hinten, das sehen wir jetzt halt nicht, ist nochmal so eine Lücke. Nun, das sind ganz einfach in Zukunft die Zugänge aus der alten Bahnhofshalle in die neue Bahnsteighalle. Na, hier werdet ihr in Zukunft vom Bonatzbau in den Bahnhof rüberlaufen. So, dann können wir vor uns noch ganz schnell in den BA15 blicken und weiter dahinter BA16, 17, 18 sieht man jetzt alles vom Boden nicht so gut. Kelchstützenbau in weitestgehend abgeschlossen überall. Thank you.
und diese Kelchstütze hier, die ist so gut wie betonierbereit. Ich denke mal, die werden wir dieses Jahr auf jeden Fall noch betonieren. Uns Bauabschnitt 1920. Ja, wir haben gebucht. Ja, wir sind ganz wenige, wir laufen immer gemeldet tatsächlich. Sehen wir den, ja, da hat sich seit meinem letzten Video ja ganz schön was verändert. Stonehenge 21 formt sich langsam zum neuen Fußweg, also zur Rampe, Aufstiegsrampe, weil der Fußweg, auf dem wir hier stehen, das ist in Wirklichkeit ein Umleitungskanal, um den Mesenbach-Düger durchbauen zu können. Und der ist jetzt dem nächsten Bauabschnitt, der Nummer 21, hier doch deutlich im Weg. Und deswegen wird hier ein neuer Fußweg gebaut mit einer kleinen Brücke über die Baulogistikstraße. Und dann wird diese alte Rampe reaktiviert. Vor 2-3 Jahren lief ja der Fußweg schon mal hier quer rüber. Und das Endstück dieser Rampe hat man stehen lassen. Und zwar nicht ohne Grund, oder die Rampe. Die Abgangsrampe, Aufgangsrampe, die wird jetzt reaktiviert und mit der neuen Rampe hier verbunden. Und dann wird man wohl hier in Zukunft langlaufen. Wir sind hier beim Nesenbach-Düker. Der Nesenbach-Düker ist ein Abwasserkanal, der dem Tiefbahnhof im Weg war. Und deshalb wurde er gedükert. Im Düker ist es ganz einfach so, da wird eine Leitung U-förmig um ein Hindernis herumgeführt. Da gibt es dann einen Bogen nach unten, einen Bogen unten herum und einen Bogen nach oben. Wir sind hier nun fast beim Bogen nach unten. Ihr müsst euch vorstellen, unser U hat noch zwei so Striche oben.
Und das ist hier der Zulaufkanal zum Oberhaupt. Das Oberhaupt ist da, wo das Möbelchen nach unten geht. Und ursprünglich hätte hier, das ist hier der Schulhof des Königin Katharina Stift, hätte hier sollen direkt das Bögelchen nach unten beginnen. Aber auch hier haben wir ein Thema mit den Gesteinsschichten und den Mineralwasserdickschichten, die man nicht übermäßig strapazieren wollte. Wenn man hier nach unten gegraben hätte, dann wäre man schon relativ bald auf diese Schichten, diese Deckschicht gestoßen, hätte die schwächen müssen. Und deshalb hat die Firma Züblin als bauausführende Firma den Vorschlag eines verkürzten Dykers aufgebracht. Das Oberhaupt liegt jetzt erst da drüben, wo der Baukran steht, auf der anderen Straßenseite. Und jetzt hat man hier noch einen Zulauf gebraucht zum Oberhaupt unter der Straße durch. Ja, und hier dann in den Schulhof und dann sieht man da, wo das dieses Stachelige hier, dieser Betonbogen mit den Armierungsstäben, das ist hier der Bestandskanal. Da sieht man auch hier noch ein bisschen vom alten Gewölbe. Und die Sache ist hier nicht ganz ohne Ironie. Hier verlief früher der Kanal gerade, ganz gerade, so wie er jetzt heute verläuft. Dann wurde aber die U-Bahn gebaut zum Hauptbahnhof. Und damals war der Nesenbach auch schon im Weg. Und man wollte da aber keinen Düker bauen und hat sich dann etwas einfallen lassen. Und das hat hier mit dem Geländeverlauf zu tun. Wir haben hier ein Gefälle zum Hauptbahnhof. Ja, und man kann es vielleicht an den Autos sehen. Und deshalb wird ja, wenn der U-Bahn-Tunnel immer in gleicher Tiefe bleibt, was ja bei einem Tunnel immer so ist, wird ja die Überdeckung immer höher. Ja, er liegt dann immer tiefer unter der Erde. Und deshalb hat man sich gesagt, Mensch, lasst uns doch einfach den Nesenbachkanal ein paar Meter nach links schwenken. Und das, ihr Lieben, ist hier geschehen. Und dadurch, dass man den Kanal nach links geschwenkt hat, konnte man das Gefälle ausnutzen und den Kanal dann über dem U-Bahn-Tunnel durchführen. Das ist dann quasi so ein bisschen hufeisenförmig. Die Schleife kam jetzt dann wieder da an, wo jetzt heute das Oberhaupt ist. Und jetzt hat man dann hier die Schleife nochmal hinten gekappt und hatte hier einen Umleitungskanal noch gemacht von hier vorne nach da hinten, damit die Kollegen hier konnten trockenen Fußes den Zulauf hier bauen. Und der Umleitungskanal hat jetzt ausgedient, der Düker ist im Betrieb und er wird jetzt hier weggemeißelt. Mensch. Thank you.
Nee, ich filme. Gefällestrecke des Nesenbachdykers. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wo, dann kann ich nur sagen, unter dem Schotter hier. Ja, das ist jetzt eine Veränderung, die mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Die Baugrube ist zugeschüttet, verfüllt endgültig. Und jetzt kann es hier weitergehen mit dem Bau des Stadtbahntunnels zum Hauptbahnhof, der genau hier über den Düker drüber muss. Ein paar Meter weiter und auch hier geht es um den neuen Stadtbahntunnel. Der nächste Bauabschnitt und dieser kleine Bohrer kümmert sich hier um Pfähle für den sogenannten Baugrubenverbau. Baugrubenverbau, also wir hatten es ja hier schon so lange nicht mehr, ne? Das heißt, es werden Betonpfähle seitlich der Baugrube in den Boden gebohrt. Da kommt so ein Eisenträger rein und zwischen den Pfählen wird dann Holz eingebaut. Und das sorgt dann dafür, dass die Baugrubenwand nicht einstürzen kann. Ja.
ja, kein Video ohne La Lü La La. Sie spielen unser Lied. Ich denke, der Pfahl hier ist gerade schon betoniert worden. Genau, da wird jetzt der Einfülltrichter entnommen, Fragezeichen, oder es kommt noch mal ein Schluck Beton drauf. Ja, hier kann man jetzt ganz schön den Stahlträger erkennen, der hier eingesetzt wird, nachdem das Loch gebohrt ist. Der Pfahl ist noch nicht ganz voll, aber der Mischer war leer. Deswegen neuer Mischer, neues Glück. Zum Glück muss der nicht den kompletten Pfahl von Hand ausspachteln.
das Rohr, das bislang das Bohrloch stützt, gezogen. Ein Rohr ist draußen. Ja, und so wie das Rohr gezogen wird, oder die Rohre, wird dann auch immer noch mal ein bisschen Beton nachgefüllt, damit sich auch die letzten Hohlräume schließen. Na, wenn man das auf einmal machen würde, den ganzen Beton und erst dann die Rohre ziehen, dann hätte man nachher vielleicht Hohlräume im Pfahl. Der Radlader bringt wohl einen anderen Bohrkopf. Dieses kleine Stück Flatterband, da muss der nächste Pfahl rein. Ja, das ist hier sprichwörtlich Zentimeterarbeit. Thank you.
Ja, es war einmal eine Leitung. Ne? Wasser, damit es besser flutscht. Also natürlich zum Kühlen, würde ich jetzt mal behaupten. Das Kind bekommt Zähne, also neue Zähne. Das Bohrgerät zahnt. Jetzt hat er die Schnauze voll, gestrichen voll. Sprichwörtlich. Weil die Erde, die er hier ausbohrt, die sammelt er quasi hier in seinem Bohrkopf. Und schaut mal, wie das dampft. Und ab und zu muss man das abschütteln. Also beziehungsweise die Erde sammelt sich. Ich sehe gerade, das ist hier, glaube ich, ein... Okay, ich erzähle Bullshit. Steuerung Z rückgängig, das ist ein offener Bohrkopf, da sammelt sich gar nichts drin. Es müssen mal wieder die Zähne getauscht werden. Sammelt sich dann da ist doch schon drin. Hatte ich nicht ganz unrecht, offensichtlich. Thank you.
da könnte man einen Baum pflanzen, ne? Ein schönes, kleines Loch. Apropos Baum, eigentlich sollte ja der Tunnel nicht ganz so scharf ums Eck hier, wie er es jetzt tut. Aber hier haben wir ja die berühmten Juchtenkäferbäume, die nicht gefällt werden durften. Und deswegen macht der U-Bahn-Tunnel hier eine relativ scharfe Kurve. Wenn man da hinten zwischen den Bäumen durchschaut, dann sehen wir in etwa, wo wir hin müssen mit dem Tunnel. Ja, so, Werkzeugwechsel. Und wahrscheinlich braucht er jetzt diesen Aufsatz, um da drüben weitermachen zu können. Das Rohr, das nächste Rohr braucht. Gut, Rohr mit Aufsatz. Also doch so wie vermutet. Alles reichlich geengt hier, wie auf allen Baufeldern. Thank you.
da wird die Zufahrt, die benötigt wurde für den Nesenbach-Düger-Bau, hier diese Abfahrt in die Baugrube, die wird jetzt wohl zurückgebaut. Die braucht man ja auch nicht mehr. Da unten in der Grube wird fleißig gemeißelt. Das kann man jetzt hier allerdings nur schlecht erkennen. Das schreit nach einem Perspektivwechsel. So, Lieben, seid ihr bereit für den Perspektivwechsel? Dann los! Ja, die Kollegen sind hier damit beschäftigt, die Bodenplatte des alten U-Bahn-Tunnels rauszunehmen. Die ist sage und schreibe 1,80 Meter stark. Schnitt 23. Hier verläuft der alte U-Bahn-Tunnel
zur Staatsgalerie oder einer der anderen Tunnel. Ja, und diese kleine Katze macht jetzt da kurzen Prozess. Also mit dem U-Bahn. Wenn man hier so zuschaut, wie hier massive Betonwände ja, zu Staub werden, da kommt mir immer nur ein Wort in den Sinn. Wahnsinn! Thank you.
dann sehen wir, dass hier auch eine Tunnelröhre ist. Und hier vor uns ist quasi auch eine. Hier war also so eine, so ein Verbindungsstück, so eine Verzweigung. Ja, kurzer Perspektivwechsel noch. Auch ein interessanter Einblick von hier oben. Was heißt oben hin? Vor uns der BA24, die Behelfsbrücke, auf der bis vor kurzem der Verkehr fuhr, ist so gut wie Geschichte. Und ja, was soll ich sagen? Hier muss es dann weitergehen, und zwar im BA23 daneben. Man sieht es hier schon, massive Betonwände. Hier wird der U-Bahn-Tunnel bzw. die alte Haltestelle Staatsgalerie
ein Thema werben. Das wird wahrscheinlich ein Abschnitt sein, an dem viel gehämmert, gemeißelt, pulverisiert wird. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, es wird nicht ganz so schnell vonstatten gehen. Ja, da fährt er dahin, der Container. Ja, ein weiteres Loch von vielen. Und dieses Loch ist hier mitten im BA25, der letzte Bauabschnitt, bevor eben wieder die Tunnel von offener in bergmännischer Bauweise übergehen. Und ja, der BA25 ist soweit erstmal fertiggestellt. Und warum hat man jetzt hier ein Loch gelassen, mitten im BA25? Nun, was hier noch fehlt, ist ein sogenanntes Entrauchungsbauwerk. Ja. Sollte es im Tiefbahnhof mal brennen, was wir ja nicht hoffen, dann ist ja immer die Geschichte mit Luft zuführen, Rauch absaugen etc. pp. Ich kann es euch gerade nicht genau sagen. Ich glaube, das Konzept sieht im Moment vor, dass von hier Luft zugeführt wird, ja, glaube ich. Und dann wird es hier noch so ein, ich nenne es jetzt mal so ein Lüftungsschacht, so ein Aufbau geben. Der wird in etwa so groß, so hoch wie das Haus da drüben. Und dann sind hier auch große Ventilatoren, Gebläse, leistungsstarke Gebläse. Und deswegen hier das Loch. Hier fehlt noch eine Kleinigkeit. Und übrigens, da unten fahren die Züge mal nicht, sondern das ist so eine Art Technikebene, eben auch für die Entrauchung. Die Züge fahren noch ein Stockwerk tiefer. Ja, und mehr gibt es hier im BA25 auch gar nicht zu sehen. Und deswegen bin ich jetzt auch am Ende meines Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten Anregungen, Wünsche, Kritik, Fragen kommen in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Dazu gibt es drei Schritte. Erstens Abonnieren-Button klicken. Zweitens Glöckchen daneben anklicken. Drittens YouTube erlauben euch Benachrichtigungen zu senden. It's so easy, Freunde. Ja, ihr seht, das ist wie beim Tunnelbau in offener Bauweise. Mit drei Schritten ans Ziel. Ja, also in dem Fall sage ich schon mal Danke und bis zum nächsten Mal. Und ciao.